So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Ich habe den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an UB Delver gegen Snickshow. Jo. Beides jetzt nicht so die repräsentativsten Hacks für Legacy. Nee, nicht ganz. Vor allem nicht mit der Yu-Gi-Oh! YCS 200er Matte mit dem goldenen Sarkophag in der Mitte. Falsches Spiel, Christoph. ja. Nee. Auf der einen Seite ist Snickshow hier wirklich ohne Wish, ohne Omniscience. Ich glaube nur ein oder zwei Omniscience und wirklich mehr, wirklich Sneak Attack und yep. Show and Tell. Und auf der anderen Seite UB Delver, nicht UB Shadow, was ich die ganze Zeit sagen will und vermutlich auch sagen werde. Ja. Delver Deck mit Discard und ja. Zeug. Zeug. Wichtige Karten, die halt hier jetzt interessant sind, sind Dorothy Voidwalker. Jupp. 2x3 beide durchkommt. Da ist, glaube ich, wieder ein True Name drin, richtig? Ja. Auch schon lange nicht zwei mehr. 2x und 3 Murktide Regent. Warum auch nicht? Ja. Ja, und bei Christopher halt ja ein oder zwei Omniscience. Ja. Und dann Affen. Affen und Days. Ja. Affen und Days, sehr, sehr cool. So. Vom Matchup her würde ich sagen, favored normalerweise immer Delver. Also. Ja. Durch den Herden-Counter-Parsos bist du eigentlich immer vorne. Ja, jetzt noch mit Discard? Mit Discard ist halt dann auch nochmal die Nummer schöner. Kommt drauf an, auf welcher Seite man sitzt. Ja. Aber grundsätzlich natürlich sehr, sehr gut. Gut. Sumpf-Fauzis? Yes. Sumpf-Fauzis fängt wunderschön an. Show and Tell sehe ich. Zwei Force. Boah. Fünf. Ein Land, Petal, Ding, da hätte man fast schon forcen können. Ja, hätte man. Gerade mit dem Sumpf, wenn man nicht weiß, wogegen man spielt, hätte man hier forcen können. Ich glaube, Christoph wusste es da noch nicht. Ja. Ja, also war Draw, Ponder. Die Hand. Ja, jetzt ist die Hand ziemlich mies. Die war auch ja, okay, er hat halt gemalligant. Uff, aber ich fand die vorher halt auch schon nicht so Premium. Naja, sie macht halt, wenn du Glück hast, Turn 2, vielleicht Turn 3, doch Turn 2 im Normalfall. Crystal Daddy. Mit Force Backups, eigentlich eine gute Hand. Ja, stimmt. Könnte auch auf Turn 1 gehen, wenn der Gegner eben nicht bevor sie startet. Ja, okay, er kann halt sicher sein, dass der Gegner keinen Karakas hat. Ja. Von daher ist das eigentlich schon ganz gut. Stimmt. Ja, und stimmt. Da ist noch ein Land, habe ich gesehen. Hm. Jetzt hier mit Ponder. Ja, willst du ein Land ziehen? Hm, du brauchst jetzt erstmal wieder irgendwas zum... Irgendwas, um wieder was reinzulegen. Sneak Attack ist natürlich auch hier sehr, sehr Premium. Ja. Okay, dann einfach noch ein Go. Der Draw, das sind zwei Murktide Regions, richtig? Yes. Ja, ich glaube. Die sind natürlich nicht so geil early im Game. Nee. Da will man ja eigentlich später was haben. Die sind nicht so dolle. Blutdelver. Schlammloch, Delver. Und was ist denn da noch? Days und ich glaube, ganz hinten ist ein Brainstorm. Huh. Ja, geht man jetzt hier auf Duels, wenn man weiß, wo jemand spielt? Ich glaube, man nimmt hier einfach ein Duel. Ich würde das auch jetzt sagen, weil Sneak Show oder generell Show und Helldecks sind ja nicht dafür bekannt, dass sie Wasteland spielen. Zumindest nicht Game 1. Game 2 können sie Blood Moon reinbauen, theoretisch. Theoretisch, ja. Das kann auch gefährlich werden. Ja, vor allen Dingen, weil jetzt UB Delver dann durch den Rot, durch das Rot gar nicht profitiert. Genau. UR hast du ja immer noch das Problem, dass es zumindest mal sein kann, dass du ja irgendwas machen kannst. Beim UR-Delver, beziehungsweise generell, wenn du Rot mit dabei spielst, hast du halt aktuell immer das Problem, du hast halt Bolts, du hast Rakaman, du hast ein aggressives Deck. UB-Delver ist so fast schon ein Midrange-Delver, habe ich das Gefühl. Das ist Tempo. Ja. Spielt ja auch Stifle. Genau. Spielt Stifle, hat Delver, hat Dorothy Voidwalker, sehr coole Karte. Hm. Aber hier eben sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich habe auch sonst nur das Days gesehen. Wenn jetzt wirklich ein Shounter kommen sollte. Brainstorm. Hübscher Brainstorm. Ja, vor allen Dingen. Ja. Da kann man halt einfach mal den Gegner dazu zwingen, Force oder Petal weg. Ja. Interessant hier ist aber auf jeden Fall, die Reihenfolge ist richtig. Weil hier einfach das Petal gespielt wurde und dann gebrainstormt wurde, eben um Days herumzuspielen. Ja. Finde ich sehr, sehr cool. Auch sehr, sehr wichtig. Ja, es ist halt jetzt
Jetzt ist halt die Sache, man muss ein Land finden. Ja, und vor allem muss man am besten ein Fetschland finden. Ja, das stimmt. Das der Flip sogar. Sehr, sehr cool. Ich habe, glaube ich, bei Snickshow auch ein Days of the Hunt gesehen. Da ist ein Dingsterbumster, ein Land. Das kennen wir ja. Was ist, ist das noch ein Force auf der Hand, die letzte Karte? Das ist ein Ransom. Das ist bei den ganzen Fullarts nicht mehr so gut zu erkennen. Ja, ist schwierig, ist schwierig. Schwierig. So, was haben wir jetzt da? Da kommt jetzt noch eine Insel. Ein drittes Land. Drei verschiedene Inseln, by the way. Alle aus einem anderen Unset. Wow. Unstable, Unhinged, Unglued. Nee, nicht Unglued, Sanctioned? Unsanctioned, genau. Das jetzt natürlich. Oh, da ist ein Doughty. Ja. Und da ist auf jeden Fall. Ja, kann man mal die Work Tides wegschmeißen. Oder zumindest mal einen. Weil die sind halt jetzt viel zu früh, oder sind noch zwei Länder. So, die sind halt jetzt aktuell viel zu früh, und außer man hat einen Force. Ja, und man kriegt den zweiten halt nicht schnell genug aufs Board, dass der erste davon auch noch profitiert. Das ist schon. Ja, und in den Showhunter reinzulegen ist halt so ein Medium. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten, was du tun kannst. Einfach einen 3-3 Vanilla Flieger reinlegen. Ja, aber ich glaube, Doughty ist sogar noch besser. Ja, weil er nicht geblockt werden kann. Jo. Wenn der also Gegner nur noch drei gut, weil er ja Shadow hat, genau. Shadow kann da schon gut sein. Ja, auf der anderen Seite hier wirklich die Frage, zwei Karten zurück. Das ist End of Turn, richtig? Das ist End of Turn, ja. Der klassische Delver the Brainstorm. Yes. Um kein Tempolimit zu verlieren. Noch länger überlegt. Ja, bei Christoph hat man jetzt gesehen, müsste noch zwei Forces auf der Hand haben, den einen Grizzle Daddy und. Eine Unknown. Ja, eine Unknown. Und die Unknown ist auf keinen Fall Jonter. Nee. Weil Jonter leider geslammt. Wahrscheinlich mit einem Backup, ja. Ja. Gut. So, dann kann man das spielen und dann kann man theoretisch auch gerade den Doughty spielen. Gute Karte auch. Ja, die macht Spaß. Vor allem hier in Old Border. Yes, natürlich. Da die Fetches ja auch mittlerweile Old Border sind. Also ich glaube, das muss erstmal erklärt werden. Ja, ja. Doughty ist halt auch nicht einfach. Nee. Shadow ist halt wirklich sehr, sehr interessant, weil man nur von Shadow geblockt werden kann oder auch nur Shadow blocken kann. Und der Effekt ist halt auch witzig, weil die Karten sind beim Gegner im Exile mit einer Void-Counter drauf. Richtig, damit man deklarieren kann, was durch Doughty Voidwalker exiliert wurde und was nicht. Genau. Und Karten gehen auch niemals in den Friedhof. Das heißt, man könnte hier sogar einen Helm of Obsidian spielen als Combo-Piece. Oder, oh, hier kommt direkt das Force. Bäm, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte, ich glaube nicht. Das halt, ja okay, auf der anderen Seite liegen halt nochmal drei mehr Schaden auf dem Board. Yeah, ja, ja, stimmt. Noch schneller zu Ende. Das stimmt. Ändert dann halt die Clock von einer 4-Turn-Clock auf eine 3-Turn-Clock. 5 auf 3, so. Mhm. Schon angenehm. Da ist noch ein Force und ein Days. Ja, okay. Also Days in Expedition. Ja, also Yu-Gi-Oh-Karte. Genau, eine Yu-Gi-Oh-Karte. Deswegen auch die Matte. Ja, genau. Das jetzt macht ankündigen, das dass er Yu-Gi-Oh spielt. Genau, hier End of Turn Fetch, damit man den Murktide Region, der oben drauf liegt, nicht zieht. Genau, den brauchen wir nicht. Und, wobei man den ersten jetzt langsam casten können, wenn ich es richtig sehe. Eins, zwei, ja, aber auch nur mit zwei Countern drauf. Das ist ja langweilig. Da ist das nur ein 5-5er. Drei Counter. Nee, der Doughty triggert den nicht. Thoughtseize? Ach stimmt, Thoughtseize steht ja noch ganz oben. Brainstorm, ja. Days. Hab ich gerade nicht gesehen. Ja, sieht man noch nicht, aber man weiß es. Da hat man, oh, super, mehr Länder. Ja, mehr Länder, vor allem weil bei einem Deck, was halt. Das sind noch 17, das sind noch beide. Beide was, merkt halt auch. Was wurde denn da zurückgelegt? Zwei Fetch-Länder? Wahrscheinlich. Okay, wird ein gelegt. Ja. Dann kommt eins, der gute Mann. 2, 3, 4, 5. Ja. Ja gut, hier forst man einfach. Daced man? Okay. Ah, da kann ich mich noch dran erinnern. Der dachte, die Sümpfe wären getappt. Ach so. War sie ja ziemlich offensichtlich nicht. Nee, die waren nicht getappt. Das war wahrscheinlich kurz abgelenkt. Da wäre das Force gewesen, besser gewesen. Logischerweise. Ja. Weil so hat man jetzt noch eine Runde, nächste Runde ist Liefel. Das ist. Ja, schade. Unachtsam. Man muss halt aufpassen, wie viel Mana der Gegner hat, wenn man Days hat. Das ist schon ein bisschen schwieriger.
Und halt die Frage, ob das überhaupt Sinn gemacht hätte, seine Hand zu strippen, aber der macht halt jetzt. Ja, der macht jetzt halt um. Da liegen auch 9 Damage auf dem Board. Da liegen jetzt 9 Damage auf dem Board. Dementsprechend, Machst Beat du halt für 9, tot, Game 2. Ja, machst du nix. Ja, Sideboarding. Für Schnickschau. Alle Kreaturen kriegen 2 Schaden. Das ist ganz nett. Blattmonus. Weiß nicht, ja, wobei, man hat halt Basics gesehen. Das Deck spielt auch viele Basics, spielt nur 2 Duels. Also. Ja, genau. Also da würde ich vielleicht wirklich hingehen, würde einfach nur alle Kreaturen kriegen 2 Schaden reinnehmen. Upgrades sind ganz nett. Ja, stimmt, Upgrade. Gerade weil beim UB Delver vielleicht auch eine Needle reinkommen könnte. Ja, gegen Needle und. Bisschen Discard? Discard mehr sind nicht im Sideboard. Man hat noch Pflasterstorm im Sideboard und ein Force of Negation. Blue Elemental Blast, Pyroblast. Hydroblast. Da kennt immer nur die roten Namen. Ja, natürlich, weil man spielt ja auch eigentlich eher die roten. Die blauen sind ja auch nicht wirklich teuer. Und ansonsten. Schwierig. Ja. Beides nicht so viel. Ja, hier, Scalding Tarn Go. Da ist ein True Name. Da sind 2 Days, glaube ich. Und da ist ein Thoughtseize. Yes. Schön. Jetzt kommt die Wiedergutmachung für das von eben. Force? Ja. Days, aber Days. Ja, genau. Okay. Die Aktion. Ja. Whoops. Dann bezahle ich mal das Days. Zwinge ich dich mal zum Fetchen und. Next Level Gaming, man hatte keinen zweiten Landdrop. Den wollte man jetzt verstecken. Genau, den wollte man verstecken, dass man keinen zweiten Landdrop hat. Auch so räudig. Ja, man muss den Favor natürlich auch returnen. Jupp. Ja, das ist jetzt halt. Ja, okay, man hat halt eine Hymne. Ja. Für genauso viel Schaden, wie man selber gezwackt bekommen hätte. Ja, man hätte aber auch einfach das Days nicht spielen müssen. Nee, deswegen, das ist halt. Das war halt irgendwie nicht gut. Nee, aber gut. Auf der anderen Seite wäre dieses, der Gegner tut normalerweise immer was Turn 1. Ja. Und dann einfach darauf ausgehen, dass man einfach was durchsetzen kann, das ist halt vollkommen normal. Das ist schon wieder, glaube ich, ein Murktide auf der Starthand. Mm. Und beim Delver Days. Showntell-Spieler sehe ich gerade gar nicht. Brainstorm nimmt 3 Karten. Da ist auf jeden Fall eine Ententump gewesen. Mhm. Das nächste Runde könnte rund gehen. Yes. Schwierig. Interessanterweise finde ich, wie hier das Sneak Show sich ganz langsam manövrieren muss. Weil er könnte jetzt auch zum Beispiel schauen, okay, mein Gegner spielt Discard. Lege ich jetzt eine Karte mit Brainstorm oben drauf, die ich nicht gediscardet haben möchte. Ja, stimmt. Oh, vielleicht geht's auch diese Runde schon rund. Ja, jetzt kann man sich halt in den Arsch beißen, ne? Weil jetzt ist dort Days raus. Oh, Sneak Attack. Das wäre ein gutes Days Target. Mhm. Vor allem mit dem Affen. Sehr, sehr cool. Interessanterweise jetzt hier absolut kein Rot. Nee. Ist jetzt die Frage, ob man das Rote noch auf der Hand hat, weil man muss hier dort Tomb spielen. Ja. Von oben into. Okay, ja. Der Dicke. Der Dicke, das ist halt. Das ist okay. Geht mal auf 5 Leben. Genau, geht man auf 5 Leben. Der Friedhof wird reingemischt. Und man startet wieder. Jetzt muss man halt nur ein Land ziehen als Delver-Spieler. Dann ist man wieder in derselben Position und kann weitermachen. Deswegen, das sage ich auch immer wieder. Ich habe auch schon so viele Spiele mit gewonnen, beziehungsweise. Ja, Never Surrender. Genau, Never Surrender, was das angeht. Gerade wenn man da hier halt einfach noch nicht wirklich verliert. Klar, sowas kann passieren, sowas ist ätzend. Aber wie gesagt, gerade im Delver, wenn du auch nur ein Land brauchst. Ja, da kann doch ganz viel, ganz schnell was kommen. Ja. Hier mit der liegenden Sneak Attack ist das jetzt halt ein bisschen schwierig. Ja, gerade weil da auch noch ein Mountain ist und ja, da kommt noch ein Krisselbrand hinterher. Und dann ist Ende. Aber theoretisch kann man halt trotzdem immer noch irgendwie. Irgendwas machen, ja, genau. Was machen. Jetzt 1-1. Interessanterweise halt, glaube ich, tatsächlich sehr stark auf den Misplay Game ein, Turn 1. Turn 1, ja. Ja, ist halt die Frage, hätte das. Ja, dann hätte man die Sneak Attack nicht durchbekommen und die Hand wäre wahrscheinlich ziemlich ripped gewesen. Mhm. Ich sehe dann Stifle. Okay, jetzt fängt der UB Delver-Spieler natürlich an. Das ist natürlich voll im Favor. Absolut. Aber ich glaube, der UB Delver-Spieler hat einen Mulligan genommen, wenn ich es richtig gesehen habe. Das kann gut sein.
Also muss man eine Karte so unterlegen eigentlich. Nee, muss er nicht. Nee, muss er nicht. Dann sucht man hier das Staffelgeld. Findet man hier kein Staffelgeld. Schade. Ja, das wäre halt so schön gewesen. Ja, auf der anderen Seite hat man jetzt in den Notfall Brainstorm, der, wie gesagt, im Delver ja eigentlich ziemlich okay ist im Vergleich zu anderen Matchups. Ja, scheint den eigentlich sogar ziemlich gut. Ja, es geht. Es kommt auf deine Hand wirklich immer drauf an, wie viele gute Karten du hast. Aber es ist halt nicht so essentiell wie im Control oder im Combo, wo du ja, wo Brainstorm als Sorcery, praktisch fast ausschließlich als Sorcery spielst. Jupp. Dementsprechend hier jetzt interessanterweise wird ein bisschen eine Tool rumgefischt. Ja, da war, glaube ich, ein Krümmel drunter. Und da wird jetzt ein bisschen gepondert. Ja. Und dann geschaffelt für den Draw. Das war ein Schauenteil. Ja, da war ein Schauenteil. Da ist ein Land beim UB. Das Misty Rainforest. Da kommt ein Ponder. Eins, zwei, drei. Drowning-Loch ist noch drin, interessant. Ja, countert, ja. Ja, das stimmt, aber halt sehr spät erst. Okay, CMC3 kriegt man gegen, kriegt Sneaking Shots relativ schnell hin. Das stimmt. Damit eine Kreatur zu zerstören, wird ein bisschen. Ja, ein bisschen haarig, aber machbar. Schon auf 7 zu kommen ist dann halt. Ja, schon teil, Days. Ja, wäre ich jetzt auch für, ne? Kann man halt mal machen. Ja. Hat er halt probiert, ne? Ja, gut, das kann ja auch gut mal sein, dass es hier funktioniert und dann einfach mal einfach gewinnt. Jo. Gerade im Sneak-Show muss man das auch einfach dafür gehen. Ja, manchmal muss man das einfach machen. Ja. Delver? Ja, beide haben noch kein Damage. Krass. Nee, keiner hat gefetcht, keiner hat Engine Tomb gezündet, keiner hat geforced. Ja. Boah. Ja, hier Delver of Secrets, Standardkarte. Jetzt mit einem. Stimmt, die ist ja im Spoiler drin. Ja, die ist im Standard drin. Die ist, ja. Der kommt noch ein Jaunter. Force Pitch Murktide. Okay. Solide. Fair. Kann man machen. Ist da auf der Hand. Dorty. Ich hatte gerade versucht, beim Sneaking Show was zu sehen, aber so, das sieht man so schlecht. Emra cool, habe ich, glaube ich, gesehen. Ja. Ja. Interessant. Interessant. Jetzt natürlich wirklich die Frage, macht man was mit 2 Mana? Man braucht ja eigentlich immer 3. Boah, ja, du brauchst ja immer 3, ne? Und jetzt kommt die Stifle. Mit direkt dazwischen geschmissen. Ja, klar, mit Anlauf. Ja, lustige Interaktion. Stifle einfach hier den wunderschönen Effekt, dass man eine aktivierte Fähigkeit negieren kann. Ja. Und fetchen, tappen, opfern, Leben bezahlen ist eine aktivierte Fähigkeit. Der wird gedazed. Das macht im Endeffekt genau dasselbe. Ja, nur dass du, je nachdem, wie viele Länder auf der Hand sind. Ja, stimmt. Das jetzt halt. Das ist ein sehr wunderschönes Yu-Gi-Oh! Days. Boah, ey, die Karten, die sind auch teilweise echt. Ja, die sind schlau, aber es gibt bestimmt Leute, die schön finden. Wahrscheinlich alles Leute, die mal Yu-Gi-Oh! Gespielt haben. Vor allem kannst du die nicht lesen. Vor allem der Name ist sehr, sehr schwierig. Aber ich darf nichts dazu sagen. Ich habe ja auch lange Zeit lang den Contain Priest gespielt, weil es den sonst nicht in Folge gab. Ja, stimmt. Und bevor ich sie in Non-Foil spiele, spiele ich sie halt in, also in, zumindest in die weißen Karten, spiele ich sie halt dann auch da drin. Da, das ist schon wahr. Ja, ansonsten. Da hat man halt gedazed, das heißt, man darf sogar suchen. Ja. Okay, bei der Sache ist das halt, Daze bringt den halt wieder auf nächste Runde trotzdem 3 Mana. Genau, und das ist halt gefährlich. Aber ich glaube, der wollte mit dem Crack Lotus Petal noch. Ja. Upgrade. Upgrade. Das. Er wollte das Lotus. Achso. Ja, ja, Lotus Petal war ja quasi auch mitgecrackt. Ja, 2 Dorties und Force auf der Hand. Oh, das ist gefährlich. Da. Das könnte jetzt richtig ärgerlich werden. Ja, wenn der Sneaking Show jetzt einfach mal ein Show and Tell hinschmeißt, dann. Ja. Hab mal 2 Dorties drin. Leg mal einen Dorty rein. Es gibt Schlimmeres als 2 Dorties im Feld zu haben, aber. Das stimmt allerdings. Was hat er denn da? Das ist ein Grusel. Ein Grusel? Ein Grusel-Daddy und ein Emmy. Gerade gezogen, den Emmy. Ugh. Upbraid. Ja, seine 2 Handkarten sind Grizzlebrand und. Der Ding.
Genau, hier interessant in der Aktion. Der Spell, der Doughty zerstört, geht nicht ins Exile. Mhm. Was interessant ist, weil man darf nie vergessen, dass ein Doughty Voidwalker alle Karten, die mit einem Void-Counter exiliert werden, casten können. Also auch die, die der Doughty davor exiliert hat. Der geht nur auf die Counter. Genau, was sehr, sehr wichtig. Force mit Pitch Stop für den Doughty. Ja, haben wir halt noch einen Doughty, ne? Ja. Und wenn der Gegner jetzt kein Fitchland, schade. Wasteland. Das wird jetzt natürlich nur schöne Nummer. Jetzt wasted mal. Ja, die farbigen Quellen sind eigentlich fast schon egal. Man muss das Fast Mana wegkriegen, ne? Ja, natürlich. Vor allen Dingen mit dem Stifler auf der Hand. Ja, auf der anderen Seite, mit dem Stifler auf der Hand kann man hier halt wirklich cool von Quellen abschneiden. Weil er, wenn er was spielt, das Ding ja eh verliert. Mhm. Und wenn er dann zum Beispiel ein Fetchland versucht, was zu fetchen und daraus wieder Profit zu schlagen, kann man dann halt wieder stifeln. Das ist schon ziemlich gut. Aber man entscheidet sich hier für das Fast Mana. Es wird exiled. Ja, falls man das mit dem Doughty kann man nicht, weil man es casten muss. Ja, spielen. Spielen. Kannst du spielen, um die Mana-Kosten zu zahlen? Yes. Ja, dann. Ist das ein Fetchland gewesen? Nee, ist nicht. Nee. Das sind Thoughtseize. Das sind Thoughtseize. Das sind Thoughtseize. Das sind zwei Emrys. Ja, man kann hier den Emrakul nehmen. Ja. Der stimmt. Geht ja nie in den Friedhof, der geht ins Exile und dann geht er. Kann man den direkt opfern, casten? Ich habe das Gefühl, man kann es kaum erwarten. Man hätte den Doughty auch angreifen können. Nee, man muss ihn ja tappen. Stimmt, tappen. Der muss getappt werden, deswegen war das schon. Kriegt ihr noch 2 Damage vom Thoughtseize. Stimmt, ja. 2 Damage vom Thoughtseize. Ja, hier ist schon hochgerollt. Ja, der wird schon hochgerollt. Hier wird nochmal so. Ja, kann man halt mal machen, ne? Ja, dann hau ich für 15. Ich mobb dich mit deinem eigenen Emrakul. Yes, auf für 15, wird alles geopfert, geht auf 1. Es gibt keine Karte mehr, die hier noch irgendwie rauszieht. Das ist das wäre ein bisschen schwieriger. 2-1 für Ubidelver, interessant. Ubidelver gewinnt mit Emmy auf dem Board. Nice. Hat man auch nicht alle Tage. Delver-Deck mit Emrakul, wer kennt's nicht? Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.